guten Morgen und einen wertvollen und wunderschönen guten Tag. Es ist Samstag, kurz nach 8:30 morgens. Ich bin jetzt hier auf der Erzbahntrasse in Bochum. Kann relativ schlecht sehen, ob ich die Kamera richtig halte. Sonne blendet gerade. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal heute Morgen mit. Gehe ja ganz gerne wandern, ab und zu mal. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe nämlich Besuch, den holen wir jetzt gleich ab. Gestern war nämlich die Ruhrrednernacht, die 12. Und im Accenterhaus. Und da hatten wir zwei richtig gute Redner dabei, die mir besonders im Kopf geblieben sind. 8 insgesamt. Alle 8 waren super, aber bei 2, da ist mir so ein bisschen das Herz aufgegangen. Der eine, Peter Windorfer, Rechtsanwalt aus Düsseldorf, hat über mein Herzensthema Altersvorsorge gesprochen. Und Steueroptimierung da entsprechend. Das war fachlich für mich sehr interessant. Und emotional sehr interessant war der Vortrag von Cornelius Tanay. Der ist Bauingenieur, kommt aus Bayern und hat, hier ist ein bisschen Krach, tut mir leid. Hier wird halt gearbeitet samstags morgens. Der hat eine Geschichte erzählt, wie ein Junge im Luftschutzbunker im Accenterhaus sitzt, das Fundament des Luftschutzbunkers, das Fundament des Accenterhauses meine ich natürlich, und im Zweiten Weltkrieg, wie ein Junge kurz vor seinem Geburtstag den Bombenhagel in Bochum erlebt. Puh. Das war gut erzählt. Was hat er daraus gemacht? Im Prinzip ist er als Bauingenieur an der Rettung und Erinnerung von Kulturgütern, alten Immobilien interessiert und hat eben so mit dieser Geschichte zum Einstieg den Haken geschlagen, wie man eben das historische Gebäude auch immer eine Geschichte haben. Und so eine ausgedachte Geschichte theoretisch, aber gut hätte sein können. Und mit dem treffen wir uns jetzt. Den hole ich jetzt ab. Und werde mit ihm ein bisschen Industriekultur gucken. Ein bisschen was erzählen. Bepackt bin ich wie Geisteskranker. Wir frühstücken jetzt gleich erstmal noch zusammen. Dadurch, dass ich Marschgepäck für 2 Leute mit habe, weil der ja aus Bayern angereist ist und jetzt nicht extra für die Wanderung vorbereitet ist. Vermute ich, ich weiß es nicht. Habe ich aber Frühstückversorgung für 2 dabei. Und da bin ich hier so am Schnaufen. Stramm gehen und erzählen, wo wollen wir daran gewöhnen. Also ich nehme euch heute mit, freue mich, wenn ihr euch das anschaut und halte euch einfach zwischendurch mal umlaufen. Bis später. Wir sind am Kolosseum angekommen. Ich sehe euch immer noch nicht, weil es ist so hell hier, aber ist egal, ihr seht uns. Bin ich mir alleine. Das ist Cornelius Tanay aus Nürnberg. Aus Nürnberg, Nürnberg. Der verrückte Bauingenieur, von dem ich euch gerade schon erzählt habe. Und jetzt zeige ich ihm ein bisschen Kulturschätze unserer Region, was Bochum so zu bieten hat. Wir fangen in der Jahrhunderthalle an, werden dann wohl ein kleines Frühstückspäuschen machen. Hatte ursprünglich die Idee, bayerisches Frühstück für ihn zu machen, und dann sagte er mir, er ist Veganer. Nicht so laut, sonst erschießen die mich da drüben. Entschuldigung. So, und das hat mich vor die Herausforderung gestellt, weil wenn du ja als
ohne irgendwelche Einschränkungen normalerweise einkaufen gehst, dann auf einmal da anfängst, irgendwelche Sachen im Supermarkt zu recherchieren, ob das vegan ist oder nicht, das war schon anstrengend. Aber ich habe was gezaubert, ich hoffe, das schmeckt. Ich habe auch schon langsam Schmacht, weil ich bin ohne Frühstück los. Und ja, er hat ja schon 3,8 Kilometer hat er schon auf der Uhr, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ist ja zum Warmlaufen. So, wir werden zwischendurch auch ein bisschen ihn zu Wort kommen lassen und was er so macht und was, warum er hier ist. Und das weiß ich selber nicht. Das wird ein cooler Tag. Ich freue mich. Bis später. Was soll ich sagen? Wir sind jetzt hier im Westpark an der Jahrhunderthalle und das macht unheimlich Spaß mit ihm. Er hat Spaß an den kleinsten Details, die ich ihm hier zeige, und die dokumentiert er auch für seinen YouTube-Kanal. Ich werde sein Video, was er hier raus macht, natürlich verlinken. Und wie er Videos produziert, ist völlig anders, als wie ich das mache oder auch jemals könnte. Er ist halt ein Verrückter, ne? Und während ich mich ja immer so ein bisschen unwohl fühle, wenn ich irgendwo stehe und filme und Leute um mich herum sind, blüht er auf. Ist total geil. So, jetzt hoffe ich, dass ich ihn mal überzeugen kann, dass wir mal so langsam zum Frühstück kommen, weil ich habe nämlich richtig Kohldampf und wir sind jetzt hier schon bestimmt fast eine Stunde unterwegs, nur im Westpark. Wir sind noch niemals um die Jahrhunderthalle rumgekommen. Er freut sich halt an jedem Detail. Guck mal hier. Spielt keine Rolle. Ich war ja nur mal 6 Monate bei der Deutschen Bahn, falls ihr das wusstet. Und ich habe hier wieder Kulturschätze gefunden. Oh geil. Alte Gleise. Das steht ja schon 10 Minuten vor. Richtig gut. Ich freue mich. Ich habe Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Schau, da ist ein... Da war mal eine Brücke oder irgendwas. Nur so ein Pfeiler, ne? Ja. Ja, hier geht's weiter mit den Pfeilern. Ja, dann war da eine Brücke. Wo denn? Ah ja. Mhm. Das Ding ist neu. Das ist noch auf jeden Fall nicht so alt, genau. Ja. Hast du schon mal so einen Betonklotz im Arm? Nein. Das kann man machen. Da hörst du. Ich fixe dich. Ja, ich bin mit dir. Also der hat mir gerade erzählt, dass die Brücke älter ist wie der Betonklotz. Bestätige. So, wir sind jetzt schon nach 1,5 Stündchen im Westpark. Ich finde das mega, wie er sich an Details erfreut. Guck mal, da hinten sitzt er im Loch und dokumentiert was. Also das Video von ihm müsst ihr euch angucken. Er sieht in den Architekturdingern hier der Jahrhunderthalle Details. Unglaublich. Also ist halt ein Bauingenieur, Mann vom Fach. Macht unglaublich Spaß, ihm zuzuhören. Aber er ist auch ein Verrückten. Hat er gerade einen auf Rose und Jack gemacht hier an dem Kühlturm. Wie gesagt, ich verlinke das Video. Guckt euch das an. Ich glaube, es ist echt sehenswert. Richtig gut. So, und jetzt sind wir hier an der Nordwiese im Westpark angelangt und ich habe ihn überzeugen können, dass wir da jetzt hochgehen, ja, und dort frühstücken. Und er sagte gerade, wir haben uns ein Schild angeguckt, dass diese Strukturen ja aussehen wie Festungsbastionen. Jetzt werden wir die Bastionen stürmen und dort oben unser Siegerfrühstück ein. Endlich hängt der Magen auf 7:30. Jetzt geht's. Ah, er hat sich vom Loch losgerissen. Jetzt geht's auf die Bastion. Und Attacke! Die Sonne brennt, Mütze ist auf, sonst ist die Glatze gleich wieder verbrannt, das will ich ja nicht. Veganes Frühstück war eine Herausforderung, wie schon berichtet,
Aber ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt. Ich hoffe, er mag das. Ich finde das ja spannend. Ich habe Wurstersatz gekauft. Vegan. Keine Ahnung, was man sonst zum Frühstück nimmt. Außer so eine Nuss-Nougat-Creme, die vegan ist. Ich weiß es nicht. Seht mir bitte nach. Aber ich hoffe, ich habe noch eine Banane mit und so Müsli-Riegel, die vegan sind. Leckeren Kaffee gekocht. Und ich hatte ja Bock auf bayerisches Frühstück und für mich gibt's auch bayerisches Frühstück. Leberkäse, Laugenbrötchen. Passt. Läuft. Wie hast du das organisiert, dass du als One-Man-Show mit mehreren verschiedenen Labels oder Firmen ankommen produzierst? Wie ich das aufgestellt habe, so wie meine Firmen laufen. Ich habe die Kulturschätze deiner Region als Mutterfirma und die nimmt sämtliche Einnahmen ein, die mit KSDR zusammenhängen. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Buch verkaufe, meine Kulturschatzphilosophie, dann geht hier dieses Geld sozusagen in die KSDR, in die Hauptmutter rein. Aktuell, weil ich es nicht einsehe, jetzt für jede einzelne Unterfirma noch wieder eine eigene GmbH oder UG zu gründen. Ne? Sondern es gibt jetzt eine Mutterfirma, die dann später zur Holding wird zum Beispiel. Und das ist die KSDR, die dann alles verwaltet. Ne? Und die Unterfirmen KSDR Spots zum Beispiel, was ich jetzt hier anhabe, wenn ich quasi meine Klamotten verkaufe, dann läuft das quasi, Kulturschätze einer Region Sports, in die Kasse rein. Und dann wird quasi über mein Codewort, also das KSDR Sports oder KSDR Joyride oder KSDR Philosophie, ne, sind dann im Prinzip meine Codewörter, wie ich dann quasi die Umsätze aufteile und dann dementsprechend auch zuschustern kann und dann auch überprüfen kann, kennzahlentechnisch, wo was wie läuft. Ne. Und das Ganze ist dann noch so, dass ich zum Beispiel auch Lizenzen mit KSDR verkaufe. Das bedeutet, Kulturschätze deiner Region hat die Lizenz an mein Ingenieur- und Planungsbüro verkauft, wo ich quasi als Freiberufler drin bin. Und ich als freiberuflicher Ingenieur darf sozusagen sagen, dass ich als Bauingenieur mit Kulturschätze deiner Region zusammenarbeite und dementsprechend spezialisiert bin für historische Gebäude. Gibt mir eine ganz andere Plattform. Ne? Und dafür gebe ich quasi Lizenzen an mich selber, also zahle quasi für die Lizenz, dass ich es nennen darf. Und das ist das andere Geschäft, welches ich nebenzu aufbaue, dass ich anderen Menschen, die mit ihrer Arbeit es schaffen wollen und können, historische Gebäude zu retten, zum Beispiel eine KSDR-Lizenz verkaufe. Das bedeutet, hey, du kannst jetzt zukünftig sagen, du bist von Kulturschätzen einer Region, bist Fotograf oder sowas und du fotografierst die Kulturschätzen einer Region für deine Firma, Fotograf Müller, KSDR. Ne? Und bekommt dann sozusagen den Sinn, die Vision. Weil mir aufgefallen ist als Unternehmer einfach, dass viel zu viele Menschen saugeil sind in dem, was sie machen, aber es entweder nicht schaffen, es in eine Vision reinzubringen, weil es muss ja nicht jeder Visionär sein und sich dann aber manchmal die Sinnfrage stellen, wofür das Ganze. Ne? Und so sage ich, Leute, die Bock haben, da historische Gebäude oder die Kultur in irgendeiner Art und Weise zu retten, egal welche Expertise sie haben, denen gibt Kulturschätze deiner Region die Plattform und den Sinn, ihr Tun und ihr Streben, ihre Expertise in die Welt zu bringen und gleichzeitig damit historische Gebäude zu retten. Nicht nur mit dem zum Beispiel aus Fotos, ne? Sondern weil alle Umsätze aus KSDR wiederum nach Gewinn nach Steuer, wiederum in die Beziehung Vorsteuer, in die Rettung historischer Gebäude fallen. Was bedeutet, wir können dann Burgen kaufen, wir können wir können quasi Projekte entwickeln, die sonst kein Kapitalist anschauen würde. Ne? Das ist der Sinn hinter Kulturschätze einer Region. Sämtliche Umsätze herzunehmen und die in Projekte reinzustecken, die Kapitalisten und profitorientierte Projektentwickler nicht mit dem Arsch anschauen würden. Die will ich nehmen und dann, selbst wenn es eine Nullnummer ist, trotzdem retten können. So, wir haben gefrühstückt und sind ein bisschen auf der Erzbahntrasse unterwegs gewesen, aber da ist es jetzt so voll mit Fahrradfahrern, das macht keinen Spaß gerade. Jetzt schlagen wir uns hier so ein bisschen abseits der Erzbahntrasse, sind abgebogen und laufen jetzt über den Kabeisemannsweg in Richtung, wir gehen hier so im Bogen, Richtung Zeche Hannover.
ja, habe ich dem Cornelius mal gezeigt, wo alte Bahnstrecken gelaufen sind. Und er hat wieder was entdeckt. Ich sag ja, viel Liebe fürs Detail. Und jetzt hier so ein bisschen. Schau dir mal, zeig mal deinen Leuten. Das ist Idyllic. Ja, sieht ganz gut aus. Zwitschern, der grüne Baum, der grüne Wiese, dann da hinten dieses wunderschöne historische Ambiente. Oh Gott, ich gehe kaputt, ist das schön. Begeisterung im Ruhrgebiet. Ah. Da müssen die Franke erst ins Ruhrgebiet kommen, um Begeisterung kennenzulernen. Genau, so. So, das vegane Frühstück war gar nicht so vegan, zumindest für mich. Und, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, er hat sich entschieden, noch ein Stück Kulturgut heute zu probieren, und zwar die Currywurst. Also, wo gehen wir hin nachher, wenn wir mit der Wanderung fertig sind? Bratwursthaus. Dann sollte die Leute aussuchen. Edle Herzöge. Und die Herzöge dürfen sich Herzöge dann ihren. Herzöge oder Herzüge? Also Züge des Heeres oder ein Herzog? Das ist eine geile Frage. Natürlich Herzöge, die ihre Herzüge aufbauen. Also glaubt mir bloß nicht, dass ich jetzt bayerisch rede, weil ich bin auch nur ein Preis, aber ich hab's mir halt ein wenig angewöhnt, da irgendwie so rumzuhampeln. Das heißt, für irgendeinen Beißen da draußen hört sich das jetzt so, als wenn ich Bayerisch sprechen würde. Aber die anderen sagen, das ist ein Depp. Ja, das ist ein. Saublöd ist das. Ein saublöder Depp ist das. Aber der Korni, gell? Ja, der war's das ja. Ja, ja. Also, ihr merkt, wir machen gerade nicht viel Produktives. Wir blödeln hier so ein bisschen durch die Landschaft rum. Ist auch nicht schlimm, weil wir haben, wie ich finde, schon recht tiefsinnige Gespräche geführt. In der Tat. In der Tat, genau. Laborchef Dr. Klenk sagt, in der Tat. In der Tat. Und deshalb müssen wir jetzt uns mal ein bisschen ablenken, bevor wir wieder zum nächsten Kulturgut kommen. Richtig. Mit Mario. Ich glaube, ich habe ihn kaputt gekriegt. Er hat gerade erst mal nach zu Hause gefragt. Pipi gemacht hat er auch schon. Pipi habe ich auch schon. Aber auch schon Wassi bekommen. So, und hier sind wir. Bauprojekt Hüllerbach Renaturierung. Da ist der verrückte Bauingenieur wieder. Auch das interessiert den. Unglaublich. Also ich komme hier aus dem Quatschen gar nicht raus. Ja, hier wird ja der Hüllerbach renaturiert. Ich wohne hier in der Nähe, Baustelle nervt mich fürchterlich, aber dann riecht es vielleicht auch irgendwann nicht mehr so streng. Weil gerade geht's. Oder man ist es schon gewohnt, keine Ahnung. Ich stelle mir da jetzt gerade die Frage, Stefan, die Firma Sonntag, arbeiten die dann auch sonntags? Du wirst lachen, die arbeiten hier 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Dann würde ich auch die Firma Sonntag taufen. Und die Fort, das nennt man glaube ich Vortriebbaustelle, ne? wenn durch so große Löcher so dicke Rohre gebohrt werden. Und dieses Bohr- und Geräusch, das geht mir so auf den Sack. Also ich wohne hier, ich sage jetzt mal 400 Meter Luftlinie von weg und nachts dröhnen unsere Scheiben von diesem Vortrieb. Ach komm, oder? Wirklich? Das nervt total. Wobei sie haben schon diesen Turm, diesen Rüttelturm schon abgebaut. Also seit ein paar Tagen ist hier Ruhe und sie bauen es schon langsam wieder zurück, weil sie wohl in dem Teil hier fertig sind. Okay, das heißt, du hast dich aufgeopfert für die Natur. Ich bin stolz auf dich. Ich auch. Seien wir stolz auf ihn. Mitten in Bochum. Wir haben jetzt knapp 10 Kilometer. Also ich. Bloß weil ich faul bin. Ja. Der ist ja erst bei Kilometer 4 grob dazugestoßen. Stimmt gar nicht. Er hat mich 3 Kilometer lang getragen. Und jetzt kommen wir auf die Halde Hannover. Wer kennt sie nicht? Hordels höchster Punkt. Und in der Nähe ist sogar Bochums tiefster Punkt im Naturschutzgebiet Blumenkamp. Das ist hinter uns. Das ist, glaube ich, 30 Meter über Meereshöhe ist Bochums tiefster Punkt. Was ist denn Bochums höchster Punkt? Wisst ihr das? Da, wo das Wasser runterfließt. Ja. So, wir müssen jetzt den Berg hier erklimmen. Und wenn er nicht zu sehr bewuchert ist, da lacht der Frank. Berg. Berg, Naufi. Affe. Der Berg ruft. Der Berg ruft.
da war doch mal was, ne? Da gab's doch mal so was. K2 hieß es, ne? Ja, der Berghof. Ja. Da habe ich gerade am 386, nee, am 486er MotoGP gespielt. Da war ich circa 8 Jahre jung. Hab mir so einen Motorradhelm rumgepackt, ne? Und dann habe ich so mein Pixel-Motorrad durch die Nordschleife gefahren. Und immer wenn ich dann quasi runtergeflogen bin von diesem Motorrad, ja, 2D, 8-Bit, bin ich quasi von meinem Stuhl runtergestorben und habe dann so getan, als wenn ich auch in der Kurve liege. Ja, ja, es waren noch Zeiten. Damals. Wahrscheinlich habe ich mir da so meinen Kopf verletzt. Ja. Alte Kriegsverletzung. Ja, kann ich dir Geschichten damals, von erzählen. Damals 44. Ja. So. 1856, als ich mit meinem Esel Paco bin ich durch die Anden gezogen. Das waren Zeiten, sage ich dir. War noch nicht so hier bewegte, befestigte Wege. Aha, der Esel, ha, der hat mir was erzählt, ne? So war das früher. Aber das ist eine andere Geschichte. Die hören wir uns später vielleicht noch. Genau. Baum oder Zaun? Weil der Zaun schaut relativ neu aus, ja, aber jetzt schaut ja dieser Baum, ich meine, der wird so... Sieht ja ausgesägt aus, ein bisschen, ne? Und als wenn man den Teil irgendwie abnehmen könnte. Aber sieht auch nur so aus. Der ist auf jeden Fall durch. Der ist durch. Ach. Cornelius hat festgestellt, dass der Baum und wahrscheinlich auch der hier tot sind. Vom Zaun erdolcht. Wisst ihr, früher nannte man mich immer so der Kolumbus, weil ich immer so neue Sachen entdeckt habe. Und dann habe ich gesagt, ich kann nichts dafür, ich bin halt der Ingenieur. Ich entdecke alles so schnell. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, nach beschwerlicher, entbehrungsreicher Wanderung sind wir angekommen an der Zeche Hannover und leider natürlich geschlossen wegen Corona. Wir haben jetzt 2 Stunden 48 Minuten in Bewegung, 10 Kilometer, 10,8, also fast 11 seit heute Morgen, wo ich losgelaufen bin. Wir haben halt echt viel in Ecken geguckt, in Details geguckt und haben dann, hier, jetzt sieht er wieder fotografiert, Ziegelsteine. Nein, da ist ein Oculus und ich benutze Oculus. Das Oculus, um quasi den perfekten Spot zu haben. Ich bin ja Fotograf, ich bin alles, aber nichts. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall sind wir angekommen und als nächste Position zeige ich ihm, wie die Bergleute denn früher gewohnt haben. Die Siedlung Dahlhauser. Unter der Erde, da kommt ihr noch nicht hin, hast du gesagt. Quatsch, unter der Erde haben die Bergleute nicht gewohnt. Sondern. Ich dachte, ihr wart die Zwerge von Herr der Ringe, hast du doch vorhin gesagt. Hat er was falsch verstanden. Wo ist der Ring eigentlich, den wir ins Feuer werfen sollen? Verfluchte Scheiße. Oh je, ist der verrückt. Ich versuch's nochmal, also wir gehen jetzt dahin, wo die Bergleute gewohnt haben, in die Siedlung Übertage. Dahlhauser Heide, Volksmund auch Kapskolonie genannt. Angekommen in der Kapskolonie. Jetzt machen wir ein kleines Päuschen gleich und starten dann nochmal Richtung Bochumer Innenstadt, aber nicht zu Fuß, sondern im Auto. Und dann essen wir Currywürstchen. Currywurst! Das höchste Bochumer Kulturgut. Nein, Quatsch, natürlich nicht, aber eins. Das bist du. Dankeschön. aber der kulinarische Hochgenuss. Ich freue mich, dass er über seinen veganen Schatten springt. Und da mal gleich reinbeißen. Es wird ein Träumchen. Eine Symphonie für den Gaumen,
eine Ode an den Genuss und ein Märchen für den Kulturschatz. Da, hätte Herbert Grönemeyer nicht besser sagen können. Gehst in eine Stadt, was macht dich da satt? Eine Currywurst. Wir sind an einem meiner Lieblingsplätze in der Innenstadt. Das Areal rund um die Propsteikirche und hier hinter mir am Alten Markt, am Kuhhirten und am Grafen. Und da zeige ich dem Cornel jetzt noch so ein paar Details. Ursprung unserer Stadt, und er ist wieder mit jedem Baum und jeder Pflanze und jedem Stein beschäftigt. Unglaublich, der Kerl, finde ich total gut. Wenn man für so Details verliebt sein kann, finde ich richtig, richtig stark. Ja, und wir werden jetzt vielleicht noch einen Blick in die Kirche werfen. Da filme ich aber nicht, und dann zeige ich ihm noch das Rathaus, und so wird sich so langsam unsere Tour dem Ende neigen. So verrückt und hibbelig der Kamerad hier auch ist, geht er in die Kirche, wird er ganz ruhig, besinnlich. Ist halt ein Bayer. Entschuldigung, ein Frank. Schon polarisierend irgendwie, ne? Er hat so eine Kirche, was Magisches. Ich meine, sie hat ja wirklich was Magisches. Wenn ihr schon mal hier in der Propsteikirche wart, ist eine sehr schöne Kirche. Beschaulich, klein, für eine Stadtkirche. Schön. Und für manche haben sie eine noch größere magische Wirkung, als sie ohnehin schon hat. Finde ich gut. So, ihr Lieben, das war ein fantastischer Tag, fand ich. Wir sind gewandert, haben Sachen gesehen. Er hat mir sogar Sachen gezeigt, die mir noch nie aufgefallen sind. So kleine Details, da hat er echt einen unglaublichen Blick für. Wir sind jetzt hier an der Christuskirche, Schwarzen Zahn. Fahren gerade am Rathaus, und hier ist so langsam auch unsere Tour zu Ende, unsere gemeinsame. Der Corny fährt nämlich jetzt gleich noch nach Hause, entspannte 5-6 Stunden. Das Königreich Bayern! Franken haben wir doch gerade gemerkt. Aber ins Königreich Bayern nach Franken. Ach so. Ja, ich darf das ja. Ich bin ja so ein Pfranke, weißt du, Pfranke. Ja, ja. Ein bayerischer Pfranke. Das dürft ihr gar nicht sagen, ich werde wehgemeuchelt, wenn ich nach Hause komme. Das ist Fakt. Ja, ich fand es auf jeden Fall cool. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht kommen wir ja bald mal nach Franken, dann wiederholen wir das umgekehrt. Na, aber hallo, ich werde da auf jeden Fall einen kompetenten Mann noch organisieren, der uns dann rumführt. Weil so eine Kompetenz in Form von Heimat-Sachkunde und tollen Geschichten, außerdem Eichenretter der Welt, ja, habt ihr noch nicht gesehen, fand ich also tierisch geil, also die Geschichten, die du mir erzählen konntest. Und vor allem auch, dass wir das den Kulturschätzern dann, hier ist ja unser neuer Kulturschätzer Bochums, ja, also ziemlich genial. Freue ich mich, war echt geil, hat echt Spaß gemacht, ne, und habe einen tollen Sonntag quasi. Ich fühle mich wie Sonntag, ist aber Samstag, aber es ist ja ein Tag. Genau. Ne? Ja, also von dem her, Fäustchen da drauf. Herzlichen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und, ne, auf dich auch. Bald. Tschüss, mach's nach Hause. Perfekte Abmoderation. Ja? Tschüss. Wünsche euch auch noch alles Gute. Bleibt gesund. Glück auf.